Hallo, liebe Kinder meiner dritten Klasse. Inzwischen habt ihr schon gut in die Arbeit zu Hause hineingefunden. Jeden Tag erreichen mich tolle Berichte von euch, wie ihr arbeitet, bastelt, reitet. Ich bin so froh zu sehen, dass es euch gut geht. Auch Idefix geht es weiterhin gut. Er hat heute in seinem Rechenstudio Joya zu Gast. Ihr wisst ja, Idefix ist der Onkel von Joya. Seid gespannt! Habt ihr euch schon gut mit den 1x1-Spielen aufgewärmt? Dann geht es jetzt weiter mit Ich denke mir eine Zahl. Wie gesagt, die Pausentaste hilft euch, so viel Zeit zu bekommen, wie ihr braucht. Viel Glück! Ich denke mir eine Zahl. Sie ist ein ganzer Hunderter und man findet ihn zwischen 400 und 800. Es ist die 700. Ich denke mir wieder eine Zahl. Sie ist nur ein wenig größer als 240, aber kleiner als 250. Es ist die 244. Meine dritte Zahl für heute gehört zur 9er-Reihe und ist größer als 60. Aber kleiner als 90. Es ist die 72. Kommen wir nun endlich zum Arbeitsblatt und zu Idefix Rechenstudio. Wie ich euch schon erzählt habe, hat Idefix heute Besuch in seinem Rechenstudio. Es ist Joya, ein Kind von Idefix Schwester Itzi. Idefix will Joya heute zeigen, wie man sein Futter gerecht aufteilt. Und am Ende darf sich natürlich wieder jeder Hund ein Teil vom Tisch nehmen. Es geht los. Erst einmal schauen wir, wie viele Leckerchen überhaupt auf dem Blatt liegen. Es sind 10, 20, 30, 40 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 40 und 6, also 46. Diese Menge an Leckerchen soll aufgeteilt werden und dazu ziehe ich schon mal eine Linie. Jetzt zähle ich, ob auch gleich viele auf jeder Seite sind. 10, 20, 1, 2, 3, das sind 23 und 10, 20, 1, 2, 3, das sind auch 23. Prima, dann ist es ja gerecht geteilt. Jeder Hund hat 23 Leckerlis. Prima, das erste Teil eurer Beute dürft ihr beiden euch jetzt nehmen. Greift zu, Idefix und Joya. Genauso funktionieren auch wieder die Aufgaben vom heutigen Arbeitsblatt. Deine Eltern bekommen auch wieder von mir die zweite Aufgabe in Farbe geschickt. Und zwar nicht nur für heute, sondern auch für morgen. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei deinen Aufgaben, auch beim Weiterzeichnen der Muster und dem Gestalten des heutigen Kalenderblattes. Ganz liebe Grüße und bis morgen!